Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, es ist Zeit, Team Rocket komplett den Gar auszumachen in Saffronia City und natürlich den Meisterball für uns zu gewinnen. Haben wir gegen den schon gekämpft? Anscheinend. Dann müssten wir mal schauen, da gegen den haben wir auch gekämpft. Irgendwo müssen wir jetzt ein Rätsel lösen. Oh, Eisen. Geht ja schon weiter mit den hier Mineralstoffen und Zusatzelementen und Spurenelementen. Der Boss von Team Rocket ist unheimlich grausam. Für ihn sind Pokémon schlicht Mittel zum Zweck. Oh nein, was wird geschehen, wenn dieser Tyrann unsere Firma übernimmt? Ich glaube, der wird Pokémon zum Mittel für den Zweck einsetzen, aber ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Gehen wir vielleicht mal ein Stockwerk runter. Platt gemacht haben wir ja einige schon. Irgendwo kommen wir irgendwie weiter. Gegen den einsamen Wissenschaftler haben wir auch gekämpft. Ich hoffe, nach unten ist der richtige Weg. Gegen dich haben wir gekämpft. Irgendwo Portalfläche, Portalfläche, Portalfläche. Da ist zumindest eine. Mal schauen, wo wir da landen. Ja. Hey! Der hat mich nur angegriffen, als ich ihn angesprochen habe. Was soll denn das? Finde ich unfreundlich. Ich dachte, die Bösewichte haben automatisch so ein Ausrufezeichen auf dem Schädel. Na egal. Der Schleimer wird verbrannt, bevor es mich vergiften kann. So soll das sein. Und ein Smogmog. Da wissen wir doch auch genau, was wir zu tun haben. Einfach Flügelschlag drauf, so dass es und seine Pupswölkchen da einfach verdampfen. Sehr schön. Und noch ein Smogon. So, Flügelschlag hat sich etabliert. Ist mein Mittel der Wahl, dann bleibt man auch mal dabei. Spart vor allem Flammenwurf. Und noch ein Smogmog. Also der hat wieder so eine interessante Teamzusammenstellung. Geht ja schon los mit den Kämpfen heute. Naja, wir haben es gerade so überlebt. Und dann können wir auch schon weitermachen. Nachdem wir unser Preisgeld erhalten haben. Woher wusstest du, dass ich zum Team Rocket gehöre? Wusste ich nicht. Ich dachte, du kannst mir irgendwie helfen. Ich bin ein Spion und infiltriere die Silfco. Naja, kein guter Spion. Okay. Ja, ja, Türöffner müssen wir finden. Ich arbeite dran. Vielleicht gehen wir mal in den vierten Stock. Ah, das sieht doch besser aus. Was? Wer hat denn das Kind reingelassen? Ich hab mich selbst reingelassen. Danke der Nachfrage. Was ist denn das für ein Typ? Ein Jongleur namens Bob. Oh, ein Kadabra. Schönes Pokémon. Mal schauen, ob das so schlitzerresistent ist. Nein. Okay. Dadurch kann mein Glurak wieder aufleveln. Ist das nicht schön? Ja, wunderbar. Und ein Pantimus. Oh, noch gar nicht gesehen. Bis jetzt. Sieht ja witzig aus in der dritten Generation hier. Ist doch hoffentlich die dritte. Ist das die vierte, dritte? Ich sag einfach dritte. Ihr könnt mich ja in den Kommentaren korrigieren. Und Bob wurde besiegt. Nein, das Kind hat mich besiegt. Ja, und ihr ordentlich Kohle abgeluchst. So, da ist eine Liste. Eine Studie über Pokémon. Es gibt mehr als 350 Pokémon-Kampftechniken. Ja, da hat sich die Studie ja gelohnt. Das hätte ich dem auch so sagen können. Nee, wahrscheinlich nicht. Haben wir gegen den Typ gekämpft? Nein, natürlich nicht. Zolle dem Team Rocket gefälligst mehr Respekt. Nein, niemals. Und du hast zumindest nur ein Pokémon und ein Hypno. Da würde ich sagen, mach mal ganz, ganz, ganz kurzen Prozess. Einmal Flammenwurf und das Ding ist flambiert und dann kann es gegessen werden. Ja, wunderbar. Und mein Glurak ist heute noch so schön unbeschädigt. Dabei soll es bleiben. Hust, hust. Okay.
wäre vielleicht schlau gewesen, den hier zu triggern, dass er auf mich zukommt, dass ich da hinten rein kann. Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Der will ja auch noch kämpfen. Ja, entwickeln in diesen Labors neue Pokebälle. Ja, ich habe vom Meisterball gehört. Der hat immer noch meinen Namen drauf. So, was hast du? Ein Magneton. Ich habe gelernt, da hilft nur Flammenwurf. Alles andere, was mein Glurak kann, ist nicht so pralle. Zumindest gegen das Magneton. Ja. Hat sich nochmal überlegt, ob es jetzt tatsächlich ohnmächtig wird. Hat sich dann doch dafür entschieden. So, ein einfaches Magnetillo. Oh, wir probieren es mal mit Schlitzer. Nicht sehr effektiv, aber ausreichend. Genauso wie ich in der Schule. So, gegen das Smogon oder Smogmog. Smogon. Können wir auf jeden Fall was ausrichten, indem wir es einfach wegblasen. Tschüss. Und dann das letzte Pokémon, was er hat, ist ein Smogmog. Na gut. Ich glaube, bei der Teamzusammensetzung kann man nicht allzu sehr beschweren. Bis jetzt sehen die Feinde bei mir auch immer nur einen Glurak. Ich denke immer noch, ich bin hier vielseitiger aufgestellt. Sobald ich mit meinen anderen Pokémon kämpfen muss, sieht's düster aus. Die haben jetzt sind ein bisschen unterlevelt. Finito, aus und vorbei. Ja. Ich werde auch euren Boss hier nochmal stürzen. Ach, da will ja noch einer kämpfen. Ich hörte, ein Kind läuft im Gebäude herum. Gut gehört. Meine kleinen Kindertapserchen haben sich wohl schon verbreitet hier. Eine Kobra. Die mich bedroht. Das kann ich ja gar nicht leiden. Flug wird nicht viel bringen. Flug gegen Schlange müsste doch was bringen, oder? Weil Schlange ist ja kein Typ. Was hat die für einen Typ? Keine Ahnung. Es ist nicht sehr effektiv, aber es hat ausgereicht. Arbok müsste normal und Gift sein oder nur Gift. Keine Ahnung. Dann steppen wir mal hier drauf. Sind wir bei den Containern noch ein Wissenschaftler? Ich finde die Schwachstellen deiner Pokémon und besiege sie. Wieso willst du meine Schwachstellen besiegen? Macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich zieh dir gleich den Erlenmeyer-Kolben über. Ein Voltoball. Flammenwurf. Bevor mein Glurak vor Elektrizität erstarrt. Oh je, das geht schon wieder so in den Flammenwurf. Die ganzen Elektroviecher. Da müssen wir unbedingt ein Kraut in Form eines versierten Pokémons bei uns aufnehmen. Irgendwas mit Boden. Ich hoffe ja auf einen Despotar, aber das kriegt man erst ganz später. Nee, wir werden nicht das Pokémon wechseln. Aber Flügelschlag. Können wir wieder unsere leicht angetrocknete Kehle schonen und müssen da nicht erneut mit Feuer durchspeien. Du hast mich besiegt. So sieht's aus. Ja, mit der ganzen Kohle. Das hat sich gelohnt, das Münzamulett erst zu bekommen und dann das hier zu machen. Ich krieg richtig, richtig viel Geld. Das freut mich. So, in welchem Stock bin ich überhaupt? Muss ich hier links rein? Nee, gut. Wir werden es rausfinden, aber das ist... Ich mache das wieder über den Trial-and-Error-Ansatz. Oh, da sind Betten. Kann ich mich einfach hinlegen? Nein. Das wäre schön gewesen, wenn dann meine Pokémon geheilt wären. Hey, da versteckt sich doch einer hinterm Busch. Ah, mit dem haben wir schon geredet. Das war der, der gesagt hat, Boss ist grausam, Pokémon sind nur ein Mittel zum Zweck für den Boss vom Team Rocket. So, wir sind im 6. Geschoss. Im 5. Irgendwo müssen wir jetzt was finden. 4. Da hinten, der blockiert uns immer noch. Das ist doof. Haben wir besiegt. Da sind wir drauf getreten, aber hier sind wir noch nicht drauf getreten. 2. Stock. Wissen wir also auch, wo das hinführt? Ach! Da ist ja noch einer unbekämpft. Hör endlich auf, uns zu nerven. Niemals.
Ich nerv doch nicht. Ich zerstöre hier lediglich eine kriminelle Organisation. Könnte man auch sagen, terroristische Organisation. Vor allem, wenn sie so komische Pokémon wie ein Radikal dabei haben. Die können nichts Gutes im Schilde führen. Ein Hypno. Ich habe keinen Bock, von einer Attacke da getroffen zu werden. Wir probieren es mit Schlitzer. Ja, Volltreffer, ein Glück. Sonst wäre ich hypnotisiert worden. Und noch ein Radikal. Mensch, Mensch, Mensch. Den muss man nochmal in die Trainer-Grundausbildung schicken, wie man ordentliches Team zusammenstellt. Vielleicht auch gut, dass die Bösewichte im Spiel hier inkompetent sind. Gut, der gibt auf. Wir kriegen 1800 Dollar, zumindest fast. Da hockt ja noch einer. Das sieht hier gut aus. Hier sind Portalflächen. Teleportationsfliesen. Nennt's wie ihr wollt. Ich arbeite für die Silfco. Was soll ich bloß machen? Nicht verzagen, introvertiert fragen. Wir werden das schon richten. Ein schönes Bild eines Pokémon. Er scheint sich wohl zu fühlen. Das erkenne ich jetzt nicht auf der oberflächlichen Grafik. Doch, hier ist nochmal exakt dasselbe. Bist du ein Meisterball? Power Punch. Nicht ganz der Meisterball, den ich erwartet habe, aber dazu kommt es noch. Vielleicht kriegt man das auch als Geschenk nur vom Präsidenten. Das könnte natürlich auch sein. So, das bringt mir ja alles gar nichts, was ich hier mache. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Mensch, das muss unheimlich verwirrend sein beim Fliesenlegen. Die aufzulegen, wo kommen wir denn hier hin? Erster Stock, wunderbar. Zu Hilfe, nein, bitte nicht. Du bist gar nicht von Team Rocket. Ich dachte schon, es ginge zu Ende. Oh, keine Sorge, gute Dame. Verzeihst du mir, wenn ich einem deiner Pokémon Donnerwelle beibringe? Ich verzeih dir auch so, aber ich will keine Donnerwelle im Moment. Ja, Donnerwelle ist praktisch, aber das ist auch wann anders. Dann gehen wir mal in den ersten Stock. So, irgendwo, irgendwie, da ist ja auch ein Teleportationsfeld. Würde ich gleich mal nutzen. Komm schon, so kompliziert ist das nicht. Ich muss nur einmal die richtige Fliese erwischen. Und dann die nächste richtige. Wo geht's hier lang? Hatte ich die Variante schon? Ich glaube nicht. Ob die Silfco schon erledigt ist? Ich denke mal nicht. Ich bin ja am Werk. Da kann's nur besser werden. So. Hier kommen wir in den ersten Stock. Da waren wir aber gerade. Das ist aber gut zu wissen. Wir probieren mal auf der anderen Seite noch was zu finden. Haben wir dich besiegt? Ja. Den Tölpel haben wir besiegt. Da gibt es nochmal Betten. Da war man vor einer Minute. Mensch, ich darf echt nicht mehr mit meinem guten Orientierungssinn prahlen. Wieso sind wir jetzt im achten Stock? Ich dachte, wir waren im ersten. Ist egal. Wir werden die richtige Fliese demnächst finden. Ich spüre schon direkt. So, war mal hier schon. Ach, noch ein Item. Oh mein Gott, es ist der Türöffner. Ich glaub's ja nicht. Können wir damit noch was Cooles machen? Ich denke mal. Da fällt mir ein, Smogon entwickelt sich zu Smogmog. Ja, steckt voller Wissen, ihr bösen Typen. Nur nicht, wie man richtig böse ist. So, dann öffnen wir mal mit dem Türöffner alles, was so zu öffnen ist. Ich glaube, hier haben wir die erste. Wunderbar, die ist entriegelt. Dann können wir auch die hier mal entriegeln. Wunderschön. Und einmal Protein. Das gibt nach der Folge was auf die Arme. Hey, der läuft so schnell, ich kann den gar nicht angreifen. Diese Rüpel haben die Kontrolle in diesem Gebäude übernommen. Der Boss sagte, dass er nach starken Pokémon sucht. Ich hoffe, dass unser Präsident Ärger vermeiden konnte. Ich glaube nicht, so wie das hier läuft. Okay, dann wollen wir mal auf dieses bisher unerreichbare Warpfeld. Zweiter Stock.
Ja, stimmt, da waren wir schon drin. Jetzt können wir auch hier rein. Ist das nicht schön? Und dahinter ist ja noch eine verschlossene Tür. Und ein Hypertrank. Sehr schön. Bist du böse? Ich arbeite für das Team Rocket. Die Silfco zahlt zu wenig. Ah, du Giermops. Was soll denn das? Ich muss mal platt machen. Du hast ja auch nur zwei Pokémon. Das wird ein ziemlich kurzer Prozess. Du hast einen Elektroball. Ich riskier's nicht. Flammenwurf. Wird schon schief gehen. Einmal super. Und was ist dein zweites Pokémon? Ein Smogmog. Ja, wunderbar. Da hab ich eine bombensichere Flügelschlagstrategie am Start. Na also. Und Iros wird besiegt. Du hast mich erwischt. Ja, du hast deine Geheimnisse auch direkt ausgeplaudert. So, einmal hier teleportieren. Jetzt sind wir hier im 8. Stock. Der will sicher auch noch kämpfen. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Was ist das denn für eine Aussage vom Bösewicht? Ja, mein Glurak und ich, wir verstehen uns ganz gut. Wir beide mögen Menschen nicht so arg. Schlitzer gegen das Schwein. Hoffentlich reicht das. Ja, das sieht gut aus. Wunderschön. Der natürliche Feind eines Schweines. Und ein Schleimer, das ist mein natürlicher Feind. Vor allem im Winter bin ich so oft verschleimt, das kann ich gar nicht leiden. Flammenwurf soll's richten. Hoffentlich hat er jetzt keinen Slimeock. Ich beschrei's aber gerade. Nein, ein Macholo. Ist das nicht schön. Da kann ich nur einen Flügelschlag einsetzen. Und schon hat sich die Sache in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, wunderbar. Und hier mit den EP und mit den Moneten. Wow. Mensch, wir werden so richtig schön reich gerade. Super, die Tür ist offen. Oh, da sind Betten. Du siehst müde aus. Komm, ruh dich kurz aus. Dankeschön. Da kann ich ja wieder mit dem Flammenwurf so richtig schön prassen. Hätte ich gar nicht ins Pokécenter müssen. Aber meine Brüder rächen mich. Achso. Wir kommen nur zu dem anderen Bruder. Dich haben wir doch schon besiegt. Aber hier kommen wir jetzt auch rein. Bingo. Und nochmal Bingo. So, da waren wir doch auch schon. Ziemlich sicher, ja. Ah, jetzt ist es entsperrt. So, die Frage ist... Ja, entsperren wir erstmal alles, was wir so in die Finger kriegen. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir noch nicht. Beziehungsweise nicht hinter der Tür. Die Türen sind elektronisch verriegelt. Ohne Türöffner kommt man nicht durch. Ja, das habe ich mitbekommen. Okay, hier war mal. Gehen wir einmal zurück. Irgendwie links noch. Ja, da ist ja was. Und schöne Items für uns. Ein Hyperheiler. Ein Top-Beleber. Und ein Fluchtseil. Na, wann das mal praktisch sein wird hier in dem Gebäude. Psst, siehst du nicht, dass ich mich verstecke? Ich wusste gerade nicht, wie ich den laut machen soll. Ich weiß nicht, ob das über mein Mikro übertragen wird. Will ja auch keine Störgeräusche bei euch auslösen. So. Ich hätte wahrscheinlich sowas wie Psst machen sollen. Ja, die Tür ist offen. Her mit dem KP Plus. Und her mit dem X Spezial. Das ist Spezial für mein X. Irgendwie so wird's passen. So, wo müssen wir jetzt hin? Vielleicht einmal nach oben. Der Boss von Team Rocket wird mich dafür nicht loben. Ach, so ein Türöffner ist echt praktisch. Ein Protzer! Den kann ich gleich mal auspacken. So. Hey, du willst nicht kämpfen? Hast du aufgegeben? Ach, hier war mal schon. So ein Mist, dann bringt der Teleporter auch nichts Neues. So, die Tür ist jetzt aber offen. Irgendwer hier noch eine gute Idee? Das Team Rocket ist hinter dem Meisterball her, mit dem man jedes Pokémon fangen kann. Ja, ich auch.
Es wäre fatal, wenn das Team Rocket die Silph-Kuh oder unsere Pokémon übernehmen würde. Haben sie doch schon. Hast du noch was zu sagen? Hier ist es sehr gefährlich. Du wirst mich nicht retten können. Doch, wart's mal ab, werte Dame. Ich bin überraschend fähig, wenn ich denn will. Meistens will ich nur nicht. So. Gehen wir vielleicht nochmal nach oben. Irgendwo müssen wir ja noch eine passende Tür finden, die noch nicht entriegelt ist. Da zum Beispiel. Irgendwo wird schon weitergehen. Ob die Silph-Kuh schon erledigt ist? Ach, bei dir waren wir auch schon, Kollege. Mensch, Mensch, Mensch. Haben schon alle angelabert. Nur die Tür noch nicht geöffnet. Vielleicht gehen wir einfach noch eine hoch. Hab auch leider nicht im Kopf, welches Stockwerk wir waren. Jetzt sind wir auf jeden Fall im 8. Da können wir uns nochmal erholen. Ich fühle mich eigentlich noch ganz schön erholt. So, bringt das noch irgendwas? Jetzt sind wir wieder im 2. Stock. Ah, Kevin! Was hast du... Was hat dich aufgehalten, Lukas? Haha, ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, dass Team Rocket... Ach, ich mach gar nicht seine Stimme. Moment. Er ist so lange her, seitdem ich ihn gesprochen habe. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich hab dich in Saffronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Ja, deutlich. Nur ich weiß nicht, ob ich gegen deinen Turtok was ausrichten kann. Aber gegen deinen Tauboss hab ich kein Problem. Ein so schönes Pokémon. Tut mir leid, dass du jetzt verbrannt wirst. Ja, das ist der natürliche Lauf der Dinge. Ich muss meinen Rivalen nämlich schlagen. So, ein Turtok. Ja, auf jeden Fall wechsle ich das Pokémon. Hab leider kein Level-adäquates, aber wir versuchen es mit dem Pikachu. Bringt vielleicht was. Und ist das jetzt ein Shiny von ihm oder nicht? Nein. Das ist zu Oder ist es... Ach, die Shiny sind komisch. Das ist auf Level 40. Oh je, da hat mein Glurak dann ein bisschen was zu knabbern. Wir versuchen es nochmal mit Donnerblitz. Erste Mal hat er sich geschützt. Zweite Mal hat er keine Chance. Sehr effektiv. Es ist paralysiert. Hat mich trotzdem gebissen. Dieses Scheusal. Gut, jetzt kommt Glurak wieder raus und ich muss die anderen Pokémon echt mal nachziehen. Vielleicht nach der Episode, was das Level angeht. Schlitzer. Warum denn nicht? Ja, das ist... Nein, Aquaknarre. Ich bin doch allergisch gegen Wasser. Nein. Auch noch ein Volltreffer. Du Arsch! Nochmal Schlitzer, dann ist das größte Problem schon mal weg. Yay! Und ein Vulcano. Auch ein Pokémon, was ich nicht gut im Griff habe. Weil da kann ich nicht einfach Feuer draus spucken. Das ist feueraffin. Egal, Schlitzer. Ein Glück kann mein Glurak das. Nein, Bodycheck. Mach doch den Mist nicht. Nochmal Schlitzer. Und ich glaube, ich gehe gleich zur netten Dame und lass mich nochmal hochheilen. Und ein Owei. Owei, Owei. Dem wird eingeheizt. Und als letztes hat der, glaube ich, einen Radikal. Wenn ich mich richtig entsinne. Oh, können wir auch mal mit dem Flammenwurf drüber. Kann nicht schaden. Kriegt's vielleicht eine bessere Frisur? Nein, ein Simsala. Okay, ja, das macht mehr Sinn. Keine Ahnung, warum ich Radikal im Kopf hatte. War vielleicht Teil seines früheren Teams, bis er erkannt hat, dass das Pokémon nicht gut ist. So, Simsala war aber gerade auch nicht besser. Wunderschön, her mit den EP und her mit den Moneten. Mann, Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Oh, das war ja allerdings nett. Nur dein Geld ist ein bisschen mau. Also Lukas, ich zieh dann weiter. Wenn ich in den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen, dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Zweitmächtigster. Viel Glück, Lukas.
und trainiere schön weiter. Ciao. Okay, diesmal war er gar nicht so ein Arsch. Aber er könnte zumindest hier helfen, das Böse zu vernichten. Wo ist denn die nette Frau mit den Betten? Nette Frau? Da unten ist sie ja. Nur nicht den Weg vergessen. Einmal hochheben, bitte. Ja, danke schön. Nee, ich gebe auf keinen Fall auf. So, einmal hier lang. Dann einmal noch in den nächsten. Ja, das sieht gut aus. Oh, du bist kein Rocket. Komischer Satz. Kommst du, um uns zu retten? Klasse, vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Ernsthaft? Ich habe einen Lapras erhalten? Nein, möchte ich keinen Spitznamen geben. Es heißt Lapras und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras sicher ein guter Trainer sein. Es ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Dankeschön, ich krieg einen Lapras. Das ist mir, glaub ich, immer entgangen hier, weil ich normalerweise nicht alle Leute anlaber. Ist ja klasse. Halt, keinen Schritt weiter. Ach ja, du und welche Armee wollt mich davon abhalten? Deine Armee an 3 Pokémon? Oh, das Dragosho sieht zumindest zornig aus. Das wollen wir gleich mal besiegen, bevor es anfängt irgendwie durchzudrehen. Und ein Traumato. Da hat auch der Schlitzer ganz gute Dienste eigentlich geleistet. Kampfschlitzer. Na also. Und nochmal ein Level up? Nee, ich glaube dafür ist zu früh. Auch ganz knapp. Ein Knogger. Hab mich doch letztes Mal beschwert, dass das Pokémon so selten vorkommt. Und da ist es. Relativ kurz zu sehen, weil es sofort fertig gemacht wird. Aber prägt euch diesen Moment ein. So, jetzt werden wir es eine Weile wahrscheinlich nicht mehr sehen. Und Level 63. Können wir irgendwas Neues? Nö, wir haben ihn einfach nur besiegt. Bitte, verschone mich. Ja, vorher großes Maul und dann hier kleines Maul. Und Bingo, Türöffner. Ah, Lukas, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Ich nehme die Welt voller Schmerzen. Für dich. Was hast du denn da für einen coolen Ball in der Hand? Das sieht doch schon wie ein Meisterball aus. Oh je, der Giovanni mit seinem Nidorino. Das will mich auch nur vergiften. Da geh mal auf Abstand und nehme die Einäscherungstaktik. Und das hat gepasst. Wunderschön. Hat der jetzt noch ein Wasser-Pokémon, habe ich ein Problem. Ein Rihorn ist doch kein Problem. Ich würde mal sagen, das ist durch und durch Stahl. Also da hilft Metallklaue dann nichts. Aber Flammenwurf hilft doch extrem viel gegen Stahl. Nehme ich an. Überhaupt nichts. Das ist nicht sehr effektiv. Mensch, ich habe meine Sachen heute nicht beisammen. Ein Kangama, das habe ich versucht in der Safari-Zone zu entdecken. Hat leider nicht geklappt. Ein schönes Pokémon, was hilft denn da? Ach, was soll's, Flammenwurf. Nein, Mogelhieb, da schrecke ich doch zurück. Dann versuchen wir es gleich nochmal. Und es sieht immer so grausam aus, wenn das Baby da mitverkokelt. Aber es war ein böses Kangama. Und eine Nidoqueen. Auch noch nicht gesehen. Ein wunderschönes Pokémon. Schauen. Ja, hat gereicht. Und den Boss gewonshottet. Ich bin nicht überrascht. Und Giovanni wird besiegt. Ah, wieder verloren. Und 8200 Kröten, die in meine Richtung hüpfen. Ach, ist das schön. Verdammter Mist.
Du hast unsere Übernahme der Silfco vereitelt, ja, ich allein. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Lukas, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Da wäre ich mir gar nicht so sicher. Ich danke dir für die Rettung der Silfco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben, aber vielleicht ist das hier eher etwas für dich. Ein Meisterball, Dankeschön. Ich hoffe, wo der herkommt, gibt's noch mehr. Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wäge jedoch sorgfältig ab, wann du ihn einsetzt. Ja, ja. Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet. Danke. Ja, gern geschehen. Und hier ist ja direkt ein PC. Pokémon-Lagerung, Pokémon bewegen. Team-Pokémon, was schmeißt man denn raus? Ah, die Polente kann zerschneiden. Das ist jetzt aber blöd. Naja, wird auch jemand anderes können. Box 2 absetzen. Schön war's, aber ein Lapras auf Level 25 und was für ein Prachtkerlchen oder eine Prachtkerline rein mit dir ins Inventar. Oh, eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Schön, dass wir das bekommen haben. So, jetzt einmal mit dem Aufzug. Na, ich dachte, wir könnten einfach jetzt den... Bin ich blöd? Ich glaube, ich bin ein bisschen blöd. Gab es da nicht irgendwie noch ein Feld? Ne, vielleicht in späteren Edition, die wollen, dass ich jetzt einfach zurücklatsche. Und finde ich ein bisschen unorthodox. Ah, tu mal dem Spiel den Gefallen. So, dann können wir aber direkt zum Aufzug. Gelootet haben wir schon alles. Toll. Da hätte ich keinen Fahrstuhl für nehmen müssen, für die zwei Stockwerke. Ist egal. Die Rezeption ist wieder besetzt, das ist schön. Willkommen. Der Präsident befindet sich im 10. Stock im Konferenzraum. Ich weiß, ich habe ihn gerade gerettet. Ja, trotzdem danke für die Auskunft. Und ist es nicht schön? Hier ist alles wieder von Team Rocket befreit. Und das heißt für uns, dass wir beim nächsten Mal eigentlich die Arena hier besiegen können. Die dürfte auch wieder freigegeben sein. Genau da ist sie. Und ich würde sagen, auch hier hören wir auf. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.